Okay, servus. Wir zocken Hidden Mysteries Titanic. Ein Wimmelbild-Adventure auf hoher See. Das heißt, wir werden wahrscheinlich absaufen. Ich meine, das Schicksal der Titanic kennt man ja. Aber, ich darf mir so gestatten. Hattest du jemals das Gefühl, tief in deinem Magen, dass etwas schrecklich falsch ist, aber du konntest nicht genau sagen, was es ist? Sollten wir in unserer modernen Welt der Motorfahrzeuge und Luxusliner diesen fehlgeleiteten Regungen Beachtung schenken? Warum eine Kerze halten, wenn man elektrisches Licht haben kann? Ich war frisch vermählt mit einem bedeutenden Gentleman. Mein Ticket aus diesem miesen Viertel in die bessere Welt, wo ich mich etablieren konnte, ohne Angst, meiner Herkunft wegen verurteilt zu werden. Und dennoch zerrte etwas an mir, als wir Richtung Southampton fuhren. Ein tief sitzender Drang, Schutz zu suchen, glücklich zu sein mit meinem bisherigen, ärmlichen Leben, statt sich nach vorn zu drängen ins Unbekannte. Ich vertrieb diese Gedanken so gut ich konnte aus meinem Kopf mit dem Vorsatz, mich auf New York City zu konzentrieren, das meine und Roberts Ankunft erwartete, 5000 Kilometer weit entfernt. Der große Golf sollte mit möglichst annähernd demselben Komfort durchquert werden, wie wir ihn in Ashley Manor kannten. Ich war eine der wenigen Glücklichen, die die Gelegenheit hatten, mit der RMS Titanic zu reisen. Ich war merkwürdig verunsichert über viele Dinge, doch ich wusste ohne jeden Zweifel, dass dies eine Reise war, die ich so schnell nicht vergessen würde. Guten Morgen, Sir und Madam. Willkommen an Bord des Stolzes, der White Star Line RMS Titanic. Darf ich um Ihre Bordkarten bitten? Natürlich, bitte sehr. Ah, Mr. Ashley. Eine Ehre, Sir. Und Madam? Robert, hast du nicht meine Bordkarte? Nein, ich habe sie Montague gegeben. Er sollte sie dir geben. Nun, das hat er nicht. Zumindest nicht, dass ich mich erinnere. Mr. Ashley, Madam... Vielleicht könnten Sie einen Schritt beiseite treten, bis Sie Madams Karte finden. Können Sie uns nicht einfach zusteigen lassen? Mein Diener ist vielleicht schon auf dem Schiff. Es tut mir leid, Sir. Ich habe strenge Vorschriften. Und das haben wir jetzt. Und ihr schlug mir gleich mal ein Tutorial vor. Entscheide ich Luke. Wie du immer. Und ich spiele die Margaret, gell? Oh Gott, ich spiele eine Dame. Und so die da. Ja, pass auf. Weg damit. Du solltest anfangen, nach meiner Karte zu suchen, Robert. Margaret, Darling, bist du sicher? Montague hat ihn dir nicht gegeben? Vielleicht hast du ihn ja einfach verlegt. Sei ein Schatz und sieh dich ein wenig um, während ich hier die Stellung halte, ja? Sag mal, wo ist denn für ein Gentleman, ha? Ich bin doch die Dame des Hauses. Der müsste doch mir meinen Arsch finanzieren. Menü zur Karte. Tipp bekommen und Puddel überspringen. Tut mir leid, Madam. Ohne Karte kann ich Sie nicht an Bord lassen. Hast du deine Karte schon gefunden, meine Liebe? Ich muss mich ausruhen und ein Bad nehmen. Sag mal, und den Dischendrottel. Und da haben wir 2. und 3. Klasse Zustieg. Gepäck und Ashleys Auto. Madam, ich versichere Ihnen, ich wollte dem Jungen nichts zuleide tun. Nun, Sie waren nicht freundlich. Ich glaube, er hat in meine Tasche gegriffen. Das hat er nicht getan. Ich versichere Ihnen, Madam, das hat er. Oh, Mrs. Ashley. Montague, haben Sie meine Bordkarte? Margie. Mutter, was zum Teufel tust du hier? Ich habe dich gesucht, Margie, um dich zu bitten, nicht nach Amerika zu fahren. Mutter, das haben wir alles bereits besprochen. Ich habe jetzt ein neues Leben, einen Ehemann. Oh ja, den Ehemann, der dich veranlasst hat, dein eigenes Blut zu verleugnen. Wie konnte ich das vergessen? Ich dachte, ich hätte mich vergangenen Monat klar ausgedrückt. Wie kannst du hier auftauchen und mich derartig in Verlegenheit bringen? Dich in Verlegenheit bringen? Ich versuche, dich zu retten. Bitte geh nicht auf dieses verdammte Schiff. Ich habe ein furchtbares Gefühl. Mein Gott, eine fanatische Mutter. Ich habe dir gesagt, dass ich nie wieder mit dir sprechen will und das habe ich so gemeint.
Es gibt nichts mehr zu sagen zwischen uns. Ich werde immer deine Mutter sein, Machi. Und so schaffe ich es, dir zu vergeben. Auch wenn du diese schmerzhaften Dinge sagst. Madam, wenn ich vielleicht... Ich habe ihre beiden Bordkarten gleich hier. Einen Moment. Sie sind fort. Es war der Junge. Der Junge hat sie gestohlen. Wo ist er hin? In Richtung Gepäck. Es tut mir leid, Madam. Bitte sagen Sie Mr. Ashley nichts davon. Machen Sie sich keine Sorgen, Montague. Ich passe darauf auf. Schmerzhafte Dinge. Gleich sage ich grausige Dinge. Und jetzt muss ich Richtung Gepäck. Der Bengel hat die Bordkarten geklaut. Junge, hast du irgendwelche Papiere von dem Mann da drüben gestohlen? Was? Hab nie gar nichts gemacht. Wie ist dein Name? George. Der George, aber merf du. Gib mir zurück, was du gestohlen hast, George. Oder du kriegst mächtig Ärger. Hey, ich erzähl meinem Bruder von dir. Da wirst du schon sehen. Warte, komm zurück. Papalapap. Papalapap und fort ist er. Wollt ihr denn hocken? Wo tu ich jetzt? Das scheint kein gewöhnliches Gepäckstück zu sein. Ich hoffe, es ist nicht das, was ich denke. Ich meine, die ganze Sache spähen wir wieder blind, gell? Warte mal. Jetzt habe ich das eingehängt, schön. Ich glaube, diese Kiste ist voll mit Zigaretten für die neue Welt. Sie scheint mir gut versiegelt. Was für eine Art geheimer Fracht ist das? Und das kann ich doch bestimmt besetzen. Offenbar fehlt am Kurbelkasten etwas. Wo ist der Kurbelkasten? Da fehlt die Kurbel. Hört dich stöhnen. Ja, da ist er schön. Jetzt klaut er das ganze Auto. George, komm sofort aus diesem Auto heraus. Nee, dazu kannst du mich nicht zwingen. Ich will einfach nur mit dir sprechen. Was wäre, wenn ich dir ein Geschenk gebe? Würde dir das gefallen? Hast du Zigarettenschachteln? Nein. Und selbst wenn, würde ich sie nicht einem kleinen Jungen geben. Ich bin der Überzeugung, dass sie nicht gut für dich sind. Was will ich mit Zigaretten? Ich will bloß die kleinen Karten, die in den Packungen sind. Ich habe schon fast 50. Ich will einen ganzen Satz. Oh, aha. Ich denke, ich könnte mich danach umsehen. Jetzt möchte ich Karten. Ja, sag mal. Was soll denn das sein? Ein Messer, hör mal auf. Jetzt können wir ihn erpressen. Die Handkurbel, ja warte mal. Damit kann ich doch. Bestimmt kurbeln, oder? Kurbeln wie ein Weltmeister. Ja und? Das Seil scheint stark und dick. Das Seil ist stark und dick, aber nicht mehr lang. Das hat ja hervorragend geklappt. Ich fische mir schnell die Karten aus den Packungen, ehe jemand das Durcheinander bemerkt. Ja gut, ich glaube, wenn das immer sieht, dann schluckt er mich tot. Finde 10 versteckte Sammelkarten. 10 Karten möchte. Ah, die da. Ja gut. Das ist ja nicht kompliziert, gell? Sind wir Hobby? Bei der Hälfte sind die anderen 3. Leg das. 10 sollten genügen. George kann sie alle haben. War ja nicht tragisch, oder? Hier, bitte, George. Hey, toll, von denen habe ich noch gar keine. Könntest du nun bitte zurückgeben, was du gestohlen hast? Aber das habe ich doch schon gesagt. Ich habe gar nichts gestohlen. Der alte Typ hat seine Papiere fallen gelassen. Ich wollte ihn nur für ihn aufheben. Er hat mich auf den Kopf geschlagen. Okay, also selbst wenn der alte Typ die Papiere fallen gelassen hat, hast du sie dann nicht an dich genommen, George? Was will ich mit einem Bündel lausiger Papiere? Die andere hat sie genommen. Die andere? Die andere da, die Lady. Ich habe gesehen, dass sie die Papiere genommen hat, als der Typ damit beschäftigt war, mich zu schlagen. Ich denke, ich weiß, wer die andere ist. Oh Mann, das Schiff läuft gleich aus. Ich muss meinen Bruder finden. Tschüss, Lady. Die andere, meine fanatische Mutter. Aber das. Gib mir meine Bordkarte zurück, Mutter. Ich weiß wirklich nicht, was du meinst. Ich weiß, dass du sie hast. Gib sie mir zurück und fahr nach Hause. Was? Oh. Oh, na ja. Ich
habe tatsächlich eine Bordkarte gefunden. Ist das deine? Ach, du liebe Güte, es tut mir so schrecklich leid. Hier ist sie. Ja gut, jetzt habe ich meine Bordkarte. Das kann ich nicht glauben, Mutter. Gib Montague auch seine zurück. Ich habe nur die eine gefunden. Wenn es eine zweite gab, wie du sagst, muss sie fortgeweht worden sein. Du solltest mir lieber die Wahrheit sagen, Mutter. Oh, yeah. Ich sollte zum Ticketschalter gehen und eine andere Bordkarte kaufen. Das Schiff legt gleich ab. Was für ein anständiger Gentleman, wenn er nicht gerade auf Kinderohren schlägt. Also, ich gehe. Muss meine Medizin nehmen. Mach's gut, Margie. Gute Reise. Wir sehen uns im Winter. Im Winter, ja. Ich glaube, das wird leider nichts. Dann bist du hin, bin ich abgesoffen. Jetzt geh, pass auf. Zum Zustieg. Ja, bei Kotten. Ah, vielen Dank, Madame. Damit ist alles in Ordnung. Es wäre eine Schande gewesen, diese historische Fahrt zu verpassen. In der Tat. Suite 4B ist gleich an der Steuerbordhalle hinunter am Eingang. Suite 12B ist die Backbordhalle hinunter. Entschuldigung, ist das richtig, Robert? Wir haben getrennte Kabinen? Nun, ja, meine Liebe. Ich dachte, es sei bequemer für dich. Natürlich. Thank you.